Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen 1000-Abonnenten-Special, dem 2000-Abonnenten-Special von insgesamt dreien. Ich präsentiere euch heute die neue Version von meinem Texturenpaket Bumcraft Agent Spring. Die anderen beiden sind in Version 3.0 noch nicht fertig. Die kommen aber alle zusammen, also Agent Spring, Bumcraft Deluxe und Bumcraft Modern Era oder irgendeine Special Edition am 26.11. Ja, ihr seht es ja schon mal, das hier ist der Startbildschirm. Wer mein Texturpaket noch nicht kennt, sieht halt, ich habe einen eigenen Hintergrund eingefügt. Ich habe einen eigenen Schriftzug, den ich übrigens auch in den Thumbnails zu meinen Videos nutze. Dann sind die Texte hier übersetzt und abgeändert. Ja, eigene Buttons, ne, eigene Hintergründe und so weiter und so fort, ne. Ja, ihr findet das Texturenpack dann natürlich in eurer Auswahl als Bumcraft. Je nachdem, welche Version ihr nutzt, als Bumcraft Agent Spring, Bumcraft Deluxe oder auch Bumcraft, was weiß ich, in Version 3.0. Aktuell ist die 2.5 draußen, ist auch zu 1.4 kompatibel. Also zu jeder Version von Minecraft 1.4, ob jetzt ein 1.41, 1.42 oder 1.44, die jetzt nun heute erschienen ist, das ist völlig egal. Also ihr könnt es halt für alle nutzen. Ja, okay, wie gesagt, könnt ihr halt nutzen. Ja, so, dann gehen wir mal auf eine Welt, die benennen wir aber mal um, weil das ist jetzt nämlich eigentlich Bumcraft Series 4 Testwelt. Ich habe nämlich so ein bisschen darin gebaut und ich kann euch das auch mal ein bisschen zeigen, wie die einzelnen Blöcke zum Beispiel aussehen. Ich habe viel geändert, also ihr dürftet durchaus sehr überrascht sein. So, ja, wir fangen hier an. Ganz vorne. Das ist wie gesagt der Steinblock, den kennt ihr mit Sicherheit schon, den habe ich nicht verändert. Hier ist der Grasblock, halt mit Seiten vom Gras, mit Gras an den Seiten, dürftet ihr kennen, wenn ihr halt Optifine nutzt mit den Connected Textures, mit Fancy Grass, genau. Normaler Erdblock, dann hier haben wir Pflasterstein, auch Cobblestone genannt. Hier haben wir Eichenholz, dort haben wir Dschungelholz, dort haben wir Birkenholz. In diesem Texturpaket ist das Birkenholz aber Kirschbaumholz, obwohl Kirschbaumholz dunkel ist. Das habe ich halt nicht von Texturpaket zu Texturpaket differenziert. Und das dunkle Holz da hinten, das Eichenholz, was hier zu Ebenholz wurde, das sieht halt in Bumcraft Deluxe ganz normal aus, hat eine normale hölzerne Farbe, ist also nicht dunkel. Ja, okay. Ach so, das ist das Tannenholz. Das hier ist das Dschungelholz. Ja, dann haben wir hier den Bedrock, das Grundgestein. Hier haben wir den Sand, auch schön strukturiert. Später auch noch mit Bumpmapping-Texturen, die muss ich erstmal wieder überarbeiten. Ich habe ja, ich nehme ja eine komplette Neuausrichtung vor, weil einige Texturen halt ziemlich verbuggt waren und dadurch habe ich halt alle Texturen nicht mehr auf einer Photoshop-Ebene bearbeitet, sondern halt für jede Textur eine eigene Ebene erstellt. Und so mache ich das halt auch für die Bumpmapping-Texturen. Ja, das ist der Kies. Für Leute, die ihn noch nicht kennen, dürfte es vielleicht gewöhnungsbedürftig sein im ersten Moment. Ist aber eine wunderschöne Textur, finde ich. Ach, geht ja gar nicht. Okay. Weil ich wollte nämlich gerade mit einem Mittelklick draufklicken, aber das geht nicht. Ja. Sieht sehr schön aus, auch wenn du damit irgendwie Wege baust, das sieht richtig klasse aus. Ja, hier haben wir das Golderz, dort haben wir Eisenerz, Kohleerz, also allgemein Kohle, ne? Lapis Lazuli, Smaragderz, Redstone und eben Diamanten. Diamanten sind auch die einzigen Blöcke, die halt funkeln.
wird sich in naher Zukunft aber auch noch ändern. Da wird Redstone vielleicht auch so ein bisschen mehr leuchten, aber da schauen wir einfach mal. Ja, das sind die Glasblöcke mit Connected Textures. Ansonsten, ohne Connected Textures sehen die Glasblöcke halt so aus. Und da habt ihr dann halt so ein schönes Raster. Ja, hier haben wir ein Lapis Lazuli als Block. Finde ich auch ganz fein gemacht. Eignet sich bestimmt auch um eignet sich bestimmt auch als Deko. Für mehr dürfte es halt nicht gebrauchbar nicht brauchbar sein. Außer halt als Lagerstätte für Lapis Lazuli. Ja, dort haben wir einen normalen Sandsteinblock. Oben halt so gefliest. Was ich persönlich sehr schön finde. Und an den Seiten sieht es halt so aus. Macht sich auch furchtbar gut bei den Wüstentempeln. Dann haben wir hier den gemeißelten Sandsteinblock. Dann haben wir hier den glatten Sandsteinblock. Also sieht richtig klasse aus, finde ich. Ja, wie gesagt, die Texturen sind auch nochmal überarbeitet worden. Die ganzen Texturfehler, wie zum Beispiel fehlende Linien und so, fehlende Pixelreihen sind behoben worden. Ja, das war es dann auch so viel zum Sandstein, also weit zum Sandstein. So, hier hätten wir die ganze Wolle von weiß angefangen über die ganzen Farben bis hin zu schwarz. Finde ich eigentlich auch ganz gut, die Textur, weil man so eignet sich das auch furchtbar gut, zum Beispiel als Beton, um jetzt hier zum Beispiel zumindest virtuell irgendwie einen Wolkenkratzer zu bauen oder irgendwelche Wände zu tapezieren oder sowas. Ja, würde ich sagen. So, hier haben wir Gold- und Eisenblock. Sind ein wenig strukturiert, haben sich aber im Vergleich zum letzten Update nicht mehr verändert. Die sehen auch ganz gut aus mit Bumpmapping. Das werde ich euch ein anderes Mal nochmal zeigen, wenn ich mit dem Bumpmapping fertig bin. Hier haben wir einen Diamantblock. Da haben wir einen Smaragdblock. Den habe ich überarbeitet. Der ist jetzt eher so ein bisschen an diese beiden Blöcke angepasst, wie man halt sieht, an den abgeflachten Kanten. Dann haben wir hier die Steinstufen, die von oben aussehen wie Marmorfliesen. Dann haben wir hier die Sandsteinstufen. Dann haben wir hier Pflastersteinstufen. Hier haben wir noch die Ziegelstufen und da haben wir die Steinziegelstufen. Hier haben wir die normalen Ziegelsteine, also was halt normalerweise roter Stein ist. Sieht hier in dem Texturpack, Tourenpack weiß aus. So kann man zum Beispiel auch mal aus ganz normalen, ja, ganz normale weiß verklinkerte Häuser bauen. Ist halt auch schon ewig so in Asian Spring. In Bumcraft sind die natürlich normal rot, in Bumcraft Deluxe. Ja, das ist, sind die Regale. Nichts Weltbewegendes. Hier haben wir einen bemoosten Pflasterstein, hier haben wir einen Obsidian, hier haben wir die ganzen Treppen von Holz angefangen, über Pflasterstein, Ziegelstein, Steinziegel und Netherziegel bis Sandstein und die verschiedenen Holzfarben und so weiter. Oh, hier habe ich auch nochmal Netherziegel genommen. Egal. Ja, bisschen tricky sind die Eisblöcke. Die sind nämlich ziemlich durchsichtig und wenn du da irgendwie eine Adventure Map hast, die habe ich nämlich neulich eine gekriegt, wo auch ich wollte doch gar nicht so viel sagen, wo auch verschiedene Eisblöcke verwendet worden sind als Rätsel, da wird das dann schon echt tricky, weil man die halt so schlecht sieht. Ich finde das aber auch ganz gut. Man muss es halt nicht so sonderlich sehen. Ja, hier haben wir Schnee. Finde ich auch ganz gut von der Struktur her. Hier haben wir Lehm. Auch coole Sache eigentlich. Ja, hier haben wir die verschiedenen Kürbisse. Einmal normalen Kürbis von vorne, hier normalen Kürbis von hinten.
Ach nee, das ist der, das ist die Kürbislaterne. Hier haben wir die Kürbislaterne. Das sieht auch ganz gut aus mit Bump Mapping. Wenn man dann so sieht, wie der sich so richtig aushöhlt. Aber es sieht auch jetzt schon sehr räumlich aus. Ja, hier haben wir den Netherrack. Und daneben den Soul Sand. Hier haben wir das Mycelium. Mit einem Pilz drauf, mit einem roten Pilz drauf. Hier haben wir einen braunen Pilz. Könnt ihr auch von oben nochmal anschauen. Ich finde das eigentlich ganz schick. Mir gefällt es. Sieht relativ realistisch aus. Sagen wir es mal so. Ja, hier haben wir Netherziegel, hier haben wir Endgestein und ein Endportal mit Enderauge drauf. Hier haben wir auch nochmal, hier haben wir nochmal die verschiedenen Holzstufen, genau. Seht ihr vielleicht. Hier haben wir die Steinzäune, also die Mauern. Hier haben wir eine Eiche, hier haben wir eine Tanne, hier haben wir eine Birke, den man auch wunderbar halt als japanischen Kirschbaum nutzen kann, als asiatischen Kirschbaum. Hier haben wir einen kleinen Dschungelbaum, hier haben wir Pilze in klein, hier haben wir die Setzlinge dazu. Und hier haben wir die Blumen. Achso, was ich euch zeigen wollte, die Textur für einen Birkensetzling hat sich jetzt dementsprechend auch verändert. Sieht jetzt auch rosa aus mit einem braunen Stamm. Ja, die Kakaobohnen, die Dschungelbäume. Halt alles so Kleinigkeiten. Ofen habe ich nicht überarbeitet, die Werkbank auch nicht, Kiste auch nicht. Die Musikbox habe ich auch nicht überarbeitet. Hier sind die Glasscheiben. Auch durch Connected Textures ganz gut zu sehen, dass man halt nicht viel sieht vom Glas. Dann hier halt auch nochmal etwas, was ich aufgebaut habe, um einfach mal zu zeigen, wie das Ganze im Zusammenspiel aussieht. Hier jetzt mit Spinnenweben und Leitern und was weiß ich nicht alles. Also sieht echt gut aus. Man kann da echt schon was draus bauen. Ja, Fackeln. Auch nichts Weltbewegendes. Die Endertruhe, die habe ich zum letzten Update gemacht. Hier der Amboss, den habe ich zu diesem Update gemacht. Der kriegt aber noch eine andere Menüoberfläche, weil die jetzt momentan quasi geliehen ist mit Genehmigung, aber ist nicht weiter schlimm. Ja, hier haben wir auch nochmal eine Wand aus weißer Wolle. Hier haben wir die verschiedenen Gemälde. Da habe ich auch nur ein paar überarbeitet. Hier zum Beispiel mit meinem Logo. Ups, jetzt schauen wir mal. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal ein hübsches Gemälde. Wer das erkennt, ist echt gut. Ja, so sieht es übrigens aus mit einem Nachtsichttrank. Finde ich echt cool. Ja, das waren die ganzen Gemälde. Hier haben wir einen Kaktus stehen. Hier haben wir ein Bett stehen. Hier haben wir ein Schild. Hier haben wir die Blumentöpfe. Hier haben wir die verschiedenen Schädel, einmal einen normalen Skelettschädel, einen Wither-Schädel, ein Creeper, ein Zombie und einen normalen Steve. Die habe ich im Update 3.0 auch nochmal überarbeitet, weil einiges fehlerhaft war in 2.5. Hier sind auch die ganzen Schilder, die du anbringen kannst, um halt zu zeigen, wie die Items, welche Items in einer Kiste sind. Hier kann man auch ganz gut sehen, Apfel und all sowas, wie das alles aussieht. Ich habe übrigens auch entdeckt, man kann hier mit der rechten Maustaste die ganzen Sachen auch drehen. So sieht dann eine Hähnchenkeule ganz schnell mal pervers aus. Die Möhren sehen so aus, die Kartoffeln so. Das ist der Kürbiskuchen, das ist eine goldene Möhre. Ja, sonst noch irgendetwas Neues unter den Items? Ja, natürlich die gefärbten Rüstungen. Ihr könnt das auch an mir sehen. Ich habe auch eine gefärbte Rüstung an. Sieht jetzt eigentlich recht klasse aus mit den Rüstungen. Also ich habe oben grün gefärbt, Mitte habe ich rot gefärbt, Beine habe ich blau gefärbt und ich glaube die Schuhe habe ich aber gar nicht gefärbt. Ich weiß es nicht. Ist ja auch völlig egal. Ja, das war's von dieser Seite aus. Dort hinten seht ihr auch nochmal das Bumpcraft-Logo.
aber ist nicht weiter wichtig. Ja, was haben wir hier? Oh. Ja, hier haben wir halt auch die Notenblöcke und einen Dispenser. Hier haben wir die Kolben, wobei das genau eigentlich ein Haftkolben ist. Hier haben wir Falltür, hier haben wir die, wie heißen die Dinger denn? Die Repeater. So, Schnauze halten. Ja, dann haben wir hier. Hier haben wir dann auch nochmal eine Lore, eine ganz normale Standardlore. Dann hier darunter den, wie heißt es, eine Redstone-Laterne. Hier haben wir die verschiedenen Schienen auch aufgebaut. Sieht also eigentlich alles ganz gut aus. Ja, hier haben wir ein Schwein im Sattel. Hier haben wir den Faden, der ist relativ gut zu sehen. Hier haben wir die Boote. Also eigentlich alles ganz hübsch geworden. Ja, das Menü dürftet ihr schon kennen, wenn ihr das Texturenpack schon mal benutzt habt. Ist eigentlich so in Holzfarben gehalten und recht ansehnlich. War auch gar nicht so einfach. Ja, die verschiedenen Türen, bla bla bla. Hier seht ihr auch nochmal die Karottenroute. Was haben wir noch? Die verschiedenen Monstereier. Was haben wir hier noch? Die Nahrung. Was ihr jetzt halt noch nicht gesehen habt. Es ist alles da drin. Werkstoffe. Hier den Netherstern, den wir später zum Beispiel auch noch für sowas brauchen, wo wir jetzt hingehen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein Leuchtfeuer aufgebaut. Und ich finde, das sieht echt cool aus. Ja. Ich kann noch mal ein paar Viecher spawnen. Ich habe nämlich ein bisschen gearbeitet an den Viechern. Nicht so sehr, dass es da irgendwas Besonderes gibt, aber ich habe jetzt hier hauptsächlich zum Beispiel die Hexe hinzugefügt. Schweine habe ich nicht überarbeitet, aber ich zeige es trotzdem noch mal. Eine Kuh, ein Huhn. Ein Tintenfisch, ein Wolf, eine Pilzkuh, ein Ozelot und danach natürlich die Dorfbewohner. Ja, die Hexe sieht so aus, die habe ich jetzt erst hinzugefügt mit dem 3.0 Update von Bumcraft Series 4. Series 4 war das insgesamt, übrigens, weil das die insgesamt vierte Serie ist, von Texturpaketen von mir. Die erste Serie hieß noch nur Bumcraft. Da gab es auch nur Bumcraft. Das hieß nicht Deluxe oder sonst irgendetwas. Das war zu Versionen 1.0 und 1.1. Dann Series 2 war zu 1.2. Series 3 war zu 1.3. Und Series 4 ist jetzt für 1.4, weil halt auch noch so viele Neuerungen im Laufe der Zeit dazukommen. Und da gibt es dann halt die verschiedenen Unterversionen. Es gab Series 4 2.5 und Series 4 3.0 jetzt. Und ja, wie gesagt, ich habe auch einige Mobs rausgenommen, die überhaupt nicht ins Texturpaket passten. Aber im Großen und Ganzen ist alles gleich geblieben. Hier jetzt zum Beispiel die Wölfe. Oder auch die Pilzkühe. Was haben wir denn noch? Ein Ozelot. Die haben wir auch so gelassen. Ja, die Dorfbewohner haben wir auch so gelassen eigentlich. Und spätestens jetzt dürftet ihr erkennen, von welcher Textur die Hexe abstammt. Genau, von der Priesterin, vom Priester. Ja. Damals in Version, ich glaube, das war Version 2.0 von Bumcraft oder 1.8. Da kamen ja die ganzen
die ganzen Gronkh-Texturen dazu, also das heißt die ganzen Gronkh-ähnlichen Dorfbewohner und Zombies. Das ist so geblieben, aber bei den Zombies muss ich euch gleich mal was zeigen, weil es gibt jetzt als Standard-Zombie keinen Gronkh-Zombie mehr. Also das heißt, ihr müsst wirklich einen Dorfbewohner-Zombie erschaffen, damit ihr halt einen Gronkh-Zombie seht. Enderman, genau. Höhlenspinne und Silberfisch zeigen wir erstmal. Ja, der Creeper, habt ihr ja verschiedene schon gesehen. Der weiße ist so der Schneecreeper, den ich mal erfunden hatte, der aber mittlerweile eigentlich auch ganz gut ins Texturenpack passt. Und gerade im Dunkeln ist er dann mal ganz interessant zu sehen. Ja, hier die verschiedenen Skelette sind zwei Stück. Die verschiedenen Spinnen sind auch zwei Stück. Zwei verschiedene normale Zombies. Ne, drei Stück. Genau, drei verschiedene normale Zombies. Und da haben wir einen Dorfbewohner-Zombie zwischen, der aber irgendwie ein bisschen verbuggt ist. Das muss ich mir nochmal angucken. Ja, müsste ich mir nochmal angucken. Das ist natürlich blöd. Die verschiedenen Slimes. Zwei Stück sind das. Dann die Zombie-Pigmen sind auch zwei verschiedene. Dann die verschiedenen Endermen. Wird gerade ziemlich laut. Dann die verschiedenen Höhlenspinnen. Und die Silberfischchen. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch eine Lohe. Das machen wir gleich im Nether. Magmawürfel. Ah, Fledermaus können wir noch eben erschaffen. Hexe haben wir schon. Und einen Ghast haben wir auch noch nicht erschaffen. Genau. Ja, dann gehen wir nämlich mal in den Nether und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. So, der Nether sieht auch so aus. Oh, da sind tatsächlich einige Wölfe durchgekommen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel eine Lohe. In drei verschiedenen Designs. Dann haben wir einen Magma-Schleim. Gibt es auch nur einen einzigen. Dann die Fledermäuse. Ein Ghast. Den habe ich eigentlich auch so gelassen. Nicht viel verändert. Ja. Das war es soweit dazu. Hier haben wir die die Wither-Skelette. Kann ich euch mal eben zeigen. Moment. Wir suchen uns eben mal einen Nachtsichttrank für hier drin. Schaut's euch an. Zack. Es wird hell und dann seht ihr dann auch schon die dunklen Skelette mit ihren leuchtend blauen Augen. Ich finde sie eigentlich ganz gut gelungen. Ja. Dann haben wir zu guter Letzt noch den Wither. Die Wither-Textur habe ich mir geliehen. Die darf ich also verwenden. Dort konnte ich nämlich in der Kürze der Zeit keine eigene Textur erstellen. Sieht aber sehr gut aus. Und es leckt tatsächlich ein wenig. Ja, das wäre es erstmal soweit zu den neuen Blöcken. Wir können uns das Ganze natürlich auch noch mal so ein bisschen in Aktion anschauen. Wir haben hier noch eine Welt von einem ehemaligen Server drauf, von einem Bekannten. Da gehe ich kurz mal in Game Mode 1. Ach, ich habe keine Erlaubnis, dieses Kommando zu nutzen. Ja, wie ihr seht, eigentlich ganz interessant, das Ganze halt für Häuser und so zu verwenden und einfach mal
vor Zombies davon zu laufen. Ja, hier hatten damals verschiedene gebaut auf dem Server. Den gibt es nicht mehr, also auch bitte nicht nachfragen, wie der Server heißt. Den gibt es gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, passt halt alles relativ gut zusammen. Ihr könnt halt auch gut asiatisch anmutende Bauwerke bauen. Boah, bleib bloß draußen, du Vieh. Wisst ihr, dass ich keine Spinnen mag? Im Spiel, in echt machen sie mir gar nichts aus, aber im Spiel hasse ich sie wie die Pest. So, ja. Mutet auch leicht asiatisch an. Und ist halt eigentlich ein relativ cooles Texturenpack. Macht halt echt Spaß, die Texturen zu nutzen. Habe ich von mehreren Zuschauern schon gehört. Ja. Wie das Ganze auch nochmal mit Lava, so ein Whirlpool hatte ich damals mal gebaut. Das ist nämlich mein Bauwerk gewesen. Mit großen Tunnel. Right-click to use gate. Das geht natürlich nicht mehr. Deine Mutter war hier am 18.04. Genau. Ja. So könnt ihr das ganze Texturenpack natürlich auch in Aktion erleben. Gibt es den Nether eigentlich noch? Ich weiß es gar nicht. Achso, ich kann ja gar nicht überleben im in Lava. Ach, der Server zerstört sich auch von selbst. Mensch, das ist ja mal praktisch. Ein praktischer Selbstzerstörungsmodus. Dadurch, dass Feuer sich ausbreitet, sieht das halt so aus. Ja, wir gucken noch mal einen Tick weiter. Wie gesagt, sonst ist hier nichts Weltbewegendes in dieser Welt. Hier fackelt doch auch schon wieder irgendwas ab. Könnt ihr sehen, eine schöne Blumenwiese. Also macht sehr viel Spaß, dieses Texturenpack zu nutzen. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ihr könnt es auf djbny.de/downloads herunterladen oder geht einfach auf die Startseite von djbny.de. Ich kann euch das auch buchstabieren, falls ihr meinen Kanalnamen nicht lesen könnt. Das ist nämlich, der heißt nämlich djbny. Ihr gebt einfach djbny.de ein und schon kommt ihr auf meine Website. Ja, das war's soweit. Ich denke schon. Also wie gesagt, ihr habt ja alles gesehen jetzt soweit. Falls ihr noch Fragen habt zum Texturenpack, könnt ihr mir sie gerne stellen, um auch vorweg ein paar Fragen zu beantworten. Ja, ihr dürft es gerne für eure Let's Plays verwenden, aber selbst Texturen daraus zu verwenden für ein anderes Texturenpack ist untersagt, da ja wie gesagt 80-85% der Texturen von mir sind, aber teilweise 15% der Texturen von anderen sind, wo ich mir erst die Genehmigung holen musste. Und daher möchte ich das nicht. Ja, gut, das war's auch soweit von diesem Special. Ich hoffe, ihr schaut beim dritten Special auch noch rein. Ich würde mich natürlich freuen. Ich hoffe es nicht, ich würde mich freuen. Und ja, damit verabschiede ich mich auch schon wieder. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich einfach mal Tschüssi.